Stimmen von drüben, die er im Tonstudio seines Hauses zu empfangen vermag, helfen ihm bei dieser fantastischen Aufgabe. April Über die Entdeckung der Tonbandstimmenphänomene durch Jürgenson und über die Verbreitung oder Ausweitung durch seine Epigone und Schüler wird bereits seit Jahren von der internationalen Presse berichtet. In vielen Ländern haben sich längst Vereine und Organisationen gebildet, die sich mit diesen Erscheinungen befassen, sowie eigene Experimente versuchen, die freilich auch oft zu Verirrungen im Labyrinth des Okkultismus führen. Denn in diesem Grenzgebiet der Wissenschaft lauern viele Gefahren und Verlockungen irdischen Wunschdenkens, obwohl es ein großes Angebot an ernstzunehmender Literatur über dieses heikle Thema gibt, das den Leser vor fanatischer Blindgläubigkeit und Missbrauch scheinbarer Erkenntnisse bewahren kann. Auch dieser unser Dokumentarfilm, an dessen Entstehung Jürgenson maßgeblich mitbeteiligt war, soll dazu beitragen, nachdrucksvoll, kompetent und sachgemäß seine Schlussfolgerungen und Argumente für das Vorhandensein einer anderen Lebensdimension zur Debatte zu stellen. Aber lassen wir jetzt Jürgenson selbst zu Wort kommen. Bevor ich Ihnen meine Experimente vorführen werde, muss ich etwas sehr Wichtiges sagen. Ich gehöre nämlich keiner politischen Partei, keiner religiösen Organisation, keinen Sekten und keinen mit Ideologien verbundenen Strömungen an. Ich bin ein ganz freier Mensch, der aus eigener Kraft und Einsicht etwas der Welt zeigen will, was unik ist. Es handelt sich nämlich um ein Phänomen, das rein empirisch nachgewiesen werden kann, mit zwingenden Beweisen. Als vor vielen hundert Jahren das Mikroskop nicht erfunden war, wusste man nichts über das Mikroorganismen gibt, Bakterien, Bazillen und so weiter. Das Teleskop hat ferne Galaxien, Sterne, Sonnensysteme an unser Auge herangerückt. Heute haben wir das Audioskop, dass das Unhörbare für das menschliche Ohr hörbar macht. Es ist eine rein technische, elektronische Verbindung. Die ganze Angelegenheit ist von unerhört Wichtigkeit, denn sie berührt das schmerzhafteste und meist gefürchteteste Problem, den Tod. Wenn Jürgenson seine Unabhängigkeit von Ideologien politischer und religiöser Art sowie von materiellen Zwängen beteuert, wenn er seine Forschungsarbeit nicht aus finanziellen Erwägungen heraus betreibt, so stimmt das tatsächlich, wenn man von einem gewissen Missionierungsbedürfnis absieht, das seiner Gedankenwelt entspringt, die wiederum mit einem untadeligen Humanitätsanspruch zu tun hat. Der ehemalige Opernsänger, Historiker und Archäologe verdient sich seinen Lebensunterhalt als Maler, dessen Bilder sich großer Beliebtheit erfreuen. Das versetzt ihn in die Lage, sich sein bedeutsames Hobby, die aufwendige Tonbandstimmenforschung, leisten zu können und dafür auch die nötige Zeit und Geduld mitzubringen. Italienische Motive werden vom Künstler Jürgenson bevorzugt. Besonders Pompeji hat es ihm angetan. Kein Wunder, hat er doch viele Jahre in Italien verbracht und dort an Ausgrabungen pompeianischer und römischer Ruinen teilgenommen. Dieser Filmbericht aus jenen Tagen zeigt das Umfeld des Wissenschaftlers Jürgenson, der mit einer Gruppe einheimischer und schwedischer Mitarbeiter das Haus von Julius Polybus freigelegt hat, welcher ungefähr 50 Jahre nach Christi Geburt als Schriftsteller hohes Ansehen genoss.
Seine gut erhaltene, restaurierte Villa gilt noch heute als historische Sehenswürdigkeit des alten Pompeji. Aber zurück zur Gegenwart und der Verbindung mit den Verstorbenen. Das Ganze ist überhaupt nichts Mystisches. Es ist eine ganz einfache, schlichte, elektronische Sprechverbindung, genau wie wir es auf der Erde haben, wenn wir einen Rundfunk haben oder wenn wir einen Speaker haben, wie sie alle da sind. Der Unterschied ist nur der, dass es kommt aus einer anderen Lebensdimension, die unsere Sinne im gewöhnlichen Fall nicht erfassen können. Mit einer unerklärlichen Unruhe, die ihn Mitte der 50er Jahre überkam, als er noch auf seinem Gut in Mittelschweden lebte, kündigten sich die Ereignisse an, die alsbald sein Schicksal bestimmen sollten. Aber lassen wir es ihn selbst erzählen. Es fing in Wirklichkeit an im Jahre 57, wo ich irgendwie angesprochen wurde innerlich. Es war eine Spannung, die auf mich kam und es war mir sehr unbehaglich, denn ich bin ein Mensch, der mit diffusen Sachen überhaupt nichts zu tun haben will. Ich will konkrete, richtige, greifbare Tatsachen haben. Und so ging es eine Zeit in Unsicherheit. Im Jahre 59 auf meinem Gut in Nysund wollte ich eines Tages Vogelstimmen aufnehmen. Ein Buchfink, die ich doch sehr liebe, alle Vögelchen. Ich setzte ein Nylonnetz vor das Fenster, damit Mücken nicht hereinkamen, setzte das Mikrofon vor das Fenster und machte eine Einspielung. Was passierte? Ich hörte erst den Buchfink wunderbar singen, dann kam die Stimme weg, es kam eine Spannung und ein Brauseton entstand. Und da hörte ich Stimmen, die Norwegisch sprachen. Dann machte ich eine weitere Einspielung, wieder mit dem Mikrofon, wieder kam dieser Brauseton und da kam die Stimme meiner Mutter, die vor 5 Jahren verstorben war. Sie sagt, Friedel, Friedelchen, hörst du mich? Mama! Das war der Anfang. Ich wusste, meine Mutter war da. Das wusste ich. Und dann die anderen Stimmen, die kannte ich ja nicht. Und dann kam eine Einspielung, auch am Abend, ganz deutlich und klar. Und die sagten, Friedel, du wirst beobachtet. Verstehen Sie? Und dann sagten sie, nimm teil an der Arbeit. Und so fing das Pochen an von der anderen Seite, von der anderen Lebensseite, einer anderen Lebensdimension, mich in eine Kommunikation hereinzubringen, die eine Brücke aufbauen sollte. Solche geisterhaften Stimmen, wie wir sie gleich hören werden, sind oft nur ganz schwer vernehmbar und kaum verständlich. Man muss da schon äußerst genau aufpassen und es gehört vermutlich eine ganze Menge Übung dazu. Woran liegt das? Sehen Sie, das liegt daran, dass die Mikrofoneinspielungen die ungünstigsten sind. Aber das war ja der Anfang, es gab ja nichts anderes für mich. Es gibt aber Durchsagen, auch im Mikrofon, die 100% deutlich sind, aber immer kurz, ungefähr 10 bis 15 Wörter kommen, nicht mehr. Die Energie reicht nicht aus. Da die Mikrofoneinspielungen ein Provisorium vorstellten, mit begrenzten Möglichkeiten und die richtige Kommunikation über das Radio verlaufen sollte und ich das nicht verstand, haben mich die Freunde gepocht, nimm das Radio, ich verstand es nicht. Dann hatte ich eines Abends, bin ich durch Zufall auf die Welle hereingekommen, auf diese sogenannte Zwischenwelle und da spricht Lena, meine Assistentin, erleichtert, Bambina arriva, arriva, das Kind kommt an, horch die Radio. Viel mehr wird hereinkommen, wahrscheinlich, ihr habt Dovino, ihr habt erraten, von indovinare, italienisch. Sie flüstert es mit einer starken Emotion. Bitte lauschen Sie. Lena stellt im Jenseits für Jürgensen Kontakte her. Ich mache es nochmal. Das ist Deutsch. Horch der Radio. Ihr habt Dovino. Das ist Italienisch. Also sehen Sie, dieses Gemisch ist ein Beweis, dass kein Rundfunk solche Sendungen geben kann. Gut. Noch einmal. Noch einmal.
Gut? Noch einmal vielleicht. Naja. Gut. Die Verbindung über das Mikrofon ist eine Verbindung mit begrenzten Möglichkeiten, die kann nicht so viel ergeben wie die Verbindung über das Radio oder über die sogenannte Trägerwelle. Ich möchte Ihnen vorführen, wie ich es mache. Hier haben wir ein Radio, ein Bajaz und hier haben wir die Mittelwelle. Die liegt zwischen Moskau und Wien. Sonst ist sie ganz normal, man hört alles, was da vorkommt, nicht wahr? Wenn die Freunde von der anderen Seite jetzt ihre Radar einschalten, dann verschwinden die Nebengeräusche, die es doch im Radio gibt. Und dann kommt ein Anruf, zum Beispiel, hallo, der Friedel, wir sind hier. Oder die Toten oder sowas ähnliches. Dann kann ich das Tonband einschalten mit einem Kabel und bekomme die Einspielung und kann auch weggehen. Und die verläuft ganz einfach und ganz natürlich. Sehen Sie, hier kommt eine Ansage von meiner Assistentin Lena, wann die einen Kontakt mit mir aufnehmen wollen. Und sie sagt, Schwedisch und Deutsch, wir winter am Abend um 9. Wir winter heißt, wir warten, erwarten am Abend um 9. Etwas gezischt und geflüstert. Bitte passen Sie aufmerksam. Gleich. Noch einmal. Noch einmal. Gut. Ich möchte jetzt eine Stimme vorführen von den sogenannten Verstorbenen, die über sich selbst sprechen. Aber es gibt im Vordergrund eine Rundfunkstimme, auf die soll man nicht achten. Im Hintergrund sagt eine Stimme, schönen Gruß von den Toten. Bitte lauschen Sie. Als ich in Pompeji 2 Jahre ausgrub, war meine Frau in Stockholm beunruhigt, dass ich vielleicht die Stimmen vernachlässigt habe. Aber da kommt eine Stimme und sagt ganz deutlich, hier ist der Reich der Toten. Monika, Freddy ist kraftig beslüht, erster Disput der Toten. Das heißt, Monika, Friedrich ist kraftvoll beschlossen. Weiß, er meint natürlich entschlossen. Wenn man so sagen kann. Bitte lauschen. Hier ist der Reich der Toten. Monika, Freddy ist kraftig beslüht, das heißt kraftvoll beschlossen. Erster Disput der Toten. So, jetzt spricht eine Stimme weiter und spricht über sich selbst. Das waren die Tote. Ach nein, das ist noch dasselbe. Machen wir nicht. Schon 1968 wurde Friedrich Jürgensen in einem Interview gefragt, inwiefern durch die Jenseitsforschung sein Leben beeinflusst worden ist. Vieles in mir selber geändert. Denn siehst du, es ist nämlich so, der Tod ist ein sehr schweres, unvermeidliches Etwas, das über alle Menschen hängt. Wir müssen alle sterben. Wenn man nun weiß, dass der Tod nur ein Übergang ist, dass das Leben, das Bewusstsein weiterlebt, in welcher Form, wissen wir nicht. Aber die Menschen, die Persönlichkeiten bleiben die gleichen. Sie leben, sie geben Informationen, sie sprechen, sie scherzen, sie können singen, sagen. Dann ändert sich das ganze Leben auf eine kolossale, intensive Art. Wir haben nicht mehr dieses
furchtbare, schreckliche Schwert über uns. Und wir können spontaner, mit mehr Verantwortung und freudiger und glücklicher leben, denn dieses schreckliche Letzte, Unentbehrliche, ist nicht das Letzte. Hier präsentieren wir nun ein besonders eindrucksvolles Indiz für die Echtheit der von Jürgensen empfangenen Stimmen. Der im Jahr 1960 verstorbene ehemalige Leibarzt des berüchtigten Heinrich Himmler, Felix Kersten, hier auf einem Foto mit seinem prominenten Patienten, hat sich nach seinem Tod bei Friedrich Jürgensen per Tonband gemeldet. Kersten, der damals vielen Nazi-Opfern zur Flucht verholfen hat, war mit Jürgensen deshalb auch in freundschaftlicher Verbindung. Genau wie mit Prinz Bernhard der Niederlande, der mit ihm auf diesem Bild zu sehen ist. Kerstens heute noch lebende Witwe bestätigt überzeugend das Mirakel von der Geisterstimme ihres Gatten. Wir haben die Familie mehrere Male besucht und haben auch einige Tonaufnahmen miterlebt, mitgemacht. Und es hat meinen Mann sehr interessiert. Haben Sie auch Tonbandaufnahmen mit der Stimme Ihres Mannes nach seinem Tode gehört? Ja, ich bin einmal mit meinem Sohn bei Herrn Jürgensen gewesen und er hat uns einige Bandaufnahmen am Nachmittag hören lassen. Und am Abend hat er uns überrascht mit einer Aufnahme, die keiner kannte. Und als er sie spielte, sprangen mein Sohn und ich von dem Stuhl auf und riefen, das ist Papis Stimme. Und wir waren vollkommen überzeugt, denn es war mit seinem baltischen Akzent, rief er, Friedel, Friedel, hörst du mich? Dreh unten. Sind Sie ganz sicher, dass Sie die Stimme Ihres Mannes gehört haben? Ja, absolut. Es war der baltische Akzent, den ich kannte, und die ganze Art seiner Stimme. Es war absolut seine Stimme. Das haben mein Sohn sowohl wie ich beide absolut bezeugen können. Felix Röst. Friedel, hör mich. Friedel, dreh unter. Ein Gang til. Ein Gang til. Om du går. Friedrich Jürgensen ist 1903 im russischen Odessa als Sohn eines geachteten skandinavischen Arztehepaares geboren. Die Wirren und Leiden der russischen Revolution hat er am eigenen Leib zu spüren bekommen. Doch weder der Wahnsinn verhetzter Massen noch die politischen Parolen Trotzkis oder dessen Gegner haben den damaligen Gymnasiasten gefallen. Nach 9-jähriger Gesangsausbildung wandte sich der junge Jürgensen der Opernbühne zu. Der gut aussehende Bariton war zwischen den zwei Weltkriegen in der ganzen Welt herumgekommen, bis er dieses anstrengende Sängerleben aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste. Fortan betätigte er sich als Maler und Historiker, was ihm alsbald sogar Verbindungen zur Akademie der Wissenschaften verschaffte. Wie schon erwähnt, war er als schwedischer Delegierter auch an Ausgrabungen in Pompeji maßgebend beteiligt, wobei er dank seines außergewöhnlichen Talentes als Maler historischer Stätten zusätzlich Ehren und Anerkennung errang. Im Lauf der Jahre war Jürgensen ein gern gesehener Gast im Vatikan. Papst Paul VI. Schätzte den vielseitigen Schweden ganz besonders und würdigte dankbar dessen Verdienste um die Freilegung des Petrusgrabes unterhalb des Petersdoms, welche Jürgensen ebenfalls zu seinem Anliegen gemacht hatte. Che salutiamo con particolare cortesia. Diese Vorgänge vertieften Jürgensens Prestige beim Heiligen Vater nur noch mehr. Er wurde bald darauf für seinen kulturellen Einsatz von Paul VI. Mit dem Orden des Ritters von San Gregorio Magno ausgezeichnet und bekam die Erlaubnis, den Papst persönlich porträtieren zu dürfen.
Heute lebt Jürgensen mit seiner Lebensgefährtin im beschaulichen Städtchen Höher, im gemütlichen Haus eines ehemaligen Freundes, dem dahingeschiedenen Mann von seiner jetzigen Partnerin. Meine Gefährtin Märta Hanel, die mit mir die Brücke teilt und viele Aufnahmen eingespielt haben, soll jetzt selbst erzählen, wie die Sache vorging, als wir aus dem Hospital nach Hause kamen. Bitte, Märta. Mein verstorbenen Mann, Axel Hanel, wir haben früher schon Kontakt mit ihm gehabt. Und er sagte, Friedel, du war duktig, auf Deutsch, Friedel, du warst tüchtig. Und dann sagte er weiter. Tag für alt, das sagt man auf Deutsch, danke für alles. Und Fabul Pelle, wir danken, die Kinder nennen Friedel Pelle. Und dann sagt mein Mann, wir wollen singen laut, singen und künden på bandet. Där har du fyndet hos dig, auf Deutsch, das gefunde bei dir. Das gefunde, den Schatz hast du bei dir, also mit anderen Worten, die Brücke. Singen und künden på bandet, und där har du fyndet hos dig, auf Schwedisch. Wenn mein Mann lebte, dann hat ja Friedel ihm gemalt in Stockholm, und dann hat er gesagt, er war so tüchtig als Künstler. Als Künstler. So er dachte, er sollte nicht mit dieses Band und so sitzen. Er sollte malen. Er war ja ein Businessmann und er dachte, er sollte nicht mit solchen Dingen machen. Er soll malen und Geld verdienen. Und dann hat er gesagt, er war tüchtig hier. Und da hast du findet du Stieg. Ist, damit ihr es besser verstehen kann. Er sagt so, Friedel, du war duktig. Jetzt sagt er, danke für alles. Und jetzt weiter sagt er, Fabro Pelle, wir danken. Wir wollen singen laut. Singen und künden vom Bandes. Noch einmal. Da hast du den Fund bei dir, also das Gefundene. Das ist die Einspielung. Also er ermuntert uns und dankt, dass wir das weitermachen. Er hat auch zu mir gesagt, mein Mann, danke für alle Blumen. Ich habe ja seine Urna in Stockholm in einer Kirche. Und da setze ich Blumen. Und dann hat er gesagt, das hat er gesehen. Also. Natürlich hat Friedrich Jürgensen auch Mitarbeiter und Anhänger seiner Überzeugung vorstellen wollen. Wir haben mit ihm eine Landsmännin in Nordschweden besucht und trotz sprachbedingter Verständigungsschwierigkeiten ein paar Aussagen und Exempel festgehalten. Sehr nahen Mitarbeiterin Litz Wernerud. Und sie wird uns hier einige Stimmenbeispiele vorführen, die sie bei sich auf dem Lande in Schweden eingespielt hat. Fritzi, willst du uns vorspielen, eine Einspielung mit Hundekontakt in Wemmenhög? Das ist die Stelle, wo Lisse wohnt. Bitte. Ja, das war eine gute Einspielung. Man erläutert uns die Bedeutung der Botschaft Hundekontakt in Wemmenhö dahingehend, dass Frau Litzi, die nach dem tödlichen Unfall ihres über alles geliebten Hundes sehr betrübt und traurig war, ein Lebenszeichen des Tieres aus der anderen Welt im Wohnort der Angesprochenen erhalten werde.
was dann auch tatsächlich der Fall war. Und jetzt wollen wir Sie sprechen lassen, was passierte. Denn sie war sehr müde, als sie die Trägerwelle einspielen wollte. Bitte, Lizzi, berätta nu, hur gick det första gången när du var så trött och vill spela in rösterna? Och då kom detta som varnade att du ska lägga dig och sova, inte sant? Jag berättar lite hur det var. Sie erzählt von einem Abend, an dem sie bis zur Erschöpfung versucht hatte, Stimmen zu empfangen. Immer wieder lauschte sie die bekannte Radiomittelwelle nach Signalen ab. Sie wollte nämlich einen dringenden Rat in einer privaten Angelegenheit erbitten. Wiederholt rief sie den Jenseitigen zu: Hallo, hört ihr mich? Hier Lizzi. Und dann kam eine überraschende Antwort von einer Unbekannten. Sie bat ihr einen Rat. Das war meine erste Einspielung mit Radio. Und dann kam das so tydligt, dass ich skulle sova. So. Will du visa denna röst demonstrera? Hallo, hören Sie mich? Die Lizzi. Hallo. Hallo. Lizzi skal sova. Lizzi soll schlafen. Hallo. 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 Lizzi skal sova. Lizzi soll schlafen. Hallo, hallo, sagte Stimme. Denn sie war müde. Noch einmal, bitte. In Gottes Blut. Hallo, hören Sie mich? Die Lizzi. Hallo. 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 Düsseldorf. Hier in der lebendigen Großstadt, im Zentrum für Mode und zeitgemäße Industrie, ist auch der Sitz von Deutschlands größtem Tonbandstimmenforscherverein. Friedrich Jürgensen stattet den hiesigen Freunden regelmäßig Besuche ab. Diesmal wird er sich aber auch mit Bekannten aus Italien und den Niederlanden treffen. Im Haus des Vereinsvorsitzenden, des Diplompsychologen und Schriftsachverständigen Fidelio Köberle, können wir mit unserer Kamera dem Meeting beiwohnen und vorher den sehr anschaulich formulierenden Experten nach den Gründen für sein Engagement befragen. Es war eigentlich wissenschaftliche Neugierde. Ich hatte von Friedrich Jürgensons Buch Sprechfunk mit Verstorbenen gelesen und in der Ankündigung hieß es, Tonbandstimmen kann jeder bekommen und man kann sie jederzeit bekommen. Und das fand ich ziemlich couragiert. Und aufgrund dessen, was ich bisher schon wusste von paranormalen Phänomenen, dass es das eigentlich nicht gibt. Und ich habe mich aber trotzdem damit beschäftigt, etwa mit der Absicht, naja, da stimmt doch irgendetwas nicht, das aufzuklären. Aber das nach kurzem Lesen, Anlesen des Buches von Jürgensen war ich schon bekehrt, der Mann ist echt, da ist was dran. Und das hat mich dann motiviert, es auch zu versuchen. Ihr Verein, Herr Köberle, überprüft doch auch die Echtheit diverser Stimmen. Wie können Sie denn feststellen, ob es sich um ein paranormales Phänomen oder aber um einen Irrtum oder gar eine Täuschung handelt? Wir machen das in Gemeinschaftsarbeit. Das heißt, es gibt 5 verschiedene unabhängige Prüfer. Ich bin einer davon, die letzte Stelle. Und wir haben einige Kriterien erarbeitet, nach denen man einigermaßen sicher sein kann. Erstens, die Stimme muss verstehbar sein. Also da haben wir auch 5 Klassifizierungen. Dann muss ausgeschlossen werden können, dass es sich um eine Rundfunksendung, CB-Funk, Taxifunk oder Ähnliches handeln kann. Also alle normalen Ursachen müssen aufgrund des Umfeldes und des Inhaltes der Aussage ausgeschlossen werden können. Letzten Endes haben wir aber dann auch nur den Inhalt als letztes Kriterium. Er muss zu einer gestellten Frage passen, er muss zu einer Situation passen. Also wir haben da schon eine hochprozentige Sicherheit erreichen können.
Kann man also Irreführungen aller Art so gut wie ausschließen? Nein, man kann tricksen. Das ist sogar sehr leicht. Und wenn einer die Szene kennt und den Klang der Stimmen kennt, kann er das bewusst tricksen. Und da wären wir tatsächlich, wenn es also sich um einen Fachmann handelt, da wären wir in einer schwierigen Situation, das herausfinden zu können. Können Sie uns etwas mehr über Zweck, Ziele und Möglichkeiten Ihrer Organisation verraten? Ja, ich habe ja auch mal bei Null angefangen. Und man ist als Anfänger bei der Tonbandstimmenforschung ziemlich hilflos, wenn man keine Anleitung hat. Und ich war heilfroh, davon zu hören, dass es eine Arbeitsgemeinschaft gibt, wo sich andere Forscher auch einfinden und zum Gedankenaustausch. Und aus dieser lockeren Arbeitsgemeinschaft hat sich dann aus der Notwendigkeit heraus diese Organisation gebildet, der Verein für Tonbandstimmenforschung. Wir haben den 75 gegründet, einfach um allen Interessenten Möglichkeit zu geben, erfolgreich zu forschen. Durch Information, durch Gedankenaustausch, durch Kongresse, durch Treffen und so weiter. Das ist die eine Seite, dass wir also Geräte empfehlen, viele verschiedene Einspielmethoden sind entwickelt worden, die werden genau dargestellt, sodass sich jeder davon eine aussuchen kann oder auch mehrere. Das wäre die eine Seite. Und die andere Seite unserer Arbeit ist die Öffentlichkeitsarbeit, das, was wir etwa hier machen, dass die Menschen draußen im Land erfahren, es gibt ein Fortleben nach dem Tod und wir können es beweisen. Es gibt jetzt schon Leute, die von sich behaupten, sie könnten jenseitige Wesen, also Verstorbene, bei sich auf dem TV-Bildschirm erscheinen lassen. Sogar Fernsehstationen haben davon berichtet. Was halten Sie von derlei Bekanntgaben? Rein theoretisch müsste es möglich sein, den Verstorbenen möglich sein, auch sich auf dem Bildschirm zu zeigen, analog der Geschichte mit dem Tonband. Wir haben ja die Videorekorder, das ist auch ein Magnetband, die werden mit einem Magnetband betrieben, genauso wie etwa unser Tonband. Die gleiche Technik, nur eben theoretisch ja. Bis jetzt hat es noch kein echtes Videobild von Verstorbenen gegeben. Das sind Täuschungen, was vorgeführt wird. Es gibt also Personen, die ganz egal aus welchen Gründen bewusst solche Trugbilder produzieren? Im Anfang war es sicher kein bewusster Betrug, sondern eine Selbsttäuschung. Und dann später? Jetzt könnten die Betreffenden dank unserer Aufklärungsarbeit Bescheid wissen. Das ganze Problem existiert seit 25 Jahren. Gibt es eigentlich berechtigte Hoffnungen, dass man auf diesem Gebiet noch weitere Fortschritte erzielen kann und auch endgültige wissenschaftliche Anerkennung? Zunächst einmal zu den Wissenschaftlern, die unsere Arbeit, die Echtheit unserer Ergebnisse bestätigen sollten. Für die ist bereits genug Material vorhanden. Wissenschaftler sind ja Menschen mit einem feinen Sensorium, die auch Schlussfolgerungen ziehen können aufgrund eines nicht ganz idealen Basismaterials. Aber leider fehlt den zuständigen Wissenschaftlern, das sind die Parapsychologen, das Geld und die Zeit und das Personal, um diese Untersuchung richtig durchführen zu können. Trotzdem bleibt das Tonbandstimmenphänomen Gesprächsthema der seriösen Parapsychologen. Hier ein Ausschnitt aus einer Fernsehdiskussion. Ja, wobei die Frage offen bleibt, woher kommen Sie? Das ist richtig. Das ist genau das Problem. Das ist genau das Problem. Kommen die tatsächlich, wie viele Stimmenforscher ja guten Glaubens meinen, aus dem Jenseits?
Oder hat es eine andere, immer noch unerklärliche Ursache? Meine Position will ich gleich offenlegen. Ich halte es für vollkommen unmöglich, zu beweisen, dass sie aus dem Jenseits kommen. Aber man kann beweisen, ich habe selber damit experimentiert, dass sie außergewöhnlich sind und nicht auf normale physikalische Einwirkungen zurückgeführt werden können. Und bei außergewöhnlich meinen Sie damit, dass dies auch psychische Beeinflussung ausgeschlossen ist? Oder Sie wollen nur sagen, dass Sie nicht auf normalen physikalischen Weg? Ja, genau. Also das nur also, das wollen. Dass die Übermittlung nicht aufgrund normaler, physikalisch begreiflicher Vorgänge erfolgt. Aber das, was wir hören auf den Bändern, da ist da was drauf nun. Ja, sicher. Ist das eine Stimme oder ist es keine Stimme? Ja. Ich meine, das ist die erste Frage. Wenn das Phänomen an einen Parapsychologen wie mich herangetragen wird, ist unser erstes Problem, gibt es überhaupt nicht erklärbare Stimmen auf Tonband? Gibt es diese Stimme? Die gibt es, ja. Das akzeptieren auch Sie? Ja, ich akzeptiere es nicht nur, ich habe es selber beobachtet, nicht wahr? Zweitens. Ja. Die zweite Frage ist, wie kann man das gegen Täuschungen absichern? Die sind vielerlei. Da gibt es Täuschungen, dass ein Tonbandgerät zum Beispiel Radiosendungen fragmentarisch aufnimmt. Richtig. Und dann wird das als Stimmen interpretiert. Richtig. Oder dass die Sitzungsteilnehmer unkontrolliert flüstern. Und das wird dann als außergewöhnliche Stimmen gebucht. Und anderes mehr. Aber es gibt, wenn man all diese Fehlerquellen ausschaltet, mit Sicherheit Stimmen, die nicht erklärbar sind, wobei das noch lange nicht heißt, dass die nun aus dem Jenseits kommen. Das ist meines Erachtens nicht beweisbar. Natürlich müssen wir offen lassen die Frage, ob nicht eine transzendente Einwirkung ist. Wir können ja nicht den Beweis liefern, dass die Jenseitigen nicht in diese Welt hereinwirken. Das können wir wissenschaftlich nicht machen. Nur bin ich in diese Richtung sehr vorsichtig. Man soll das Sparsamkeitsprinzip, wie Professor Bender gesagt hat, tatsächlich anwenden, denn man muss sehen, wie sehr die Menschen in diese Richtung animiert werden, wenn wir einfach sagen, nehmen Sie das Tonband, Sie können mit Ihrem verstorbenen Vater, mit Ihrem verstorbenen Mann in Verbindung treten, was wir auslesen. Es gibt ja eine gewisse Verantwortung. Dabei muss man noch etwas sehen, wie Sie das angesprochen haben. Müssen wir einfach heute klar sehen, dass die Menschen sich mit solchen Sachen befassen, weil die sogenannte Schulweisheit nennen wir das, was wir heute denken dürfen und können. Das reicht für das psychische Wohlergehen des Menschen nicht aus. Der Mensch braucht grundsätzlich das Mysterium, nennen wir meinetwegen sind das. Ein religiöses Bedürfnis? Oder? Ein religiöses Bedürfnis kann man das im Letzten auch nennen. Es ist einfach ein Bedürfnis, etwas über sich hinausgehen zu können, Hoffnung haben zu dürfen. Ja, jetzt kommt man natürlich Hoffnung in ein gefährliches Gebiet, dürfen. Weil er sagt, man reicht denn die Religion nicht aus, dazu um dieses Bedürfnis zu befriedigen? Vielleicht hat die Religion in letzter Zeit sich nur zu rationalistisch betätigt, nicht? Und praktisch das Denken festgenagelt und das Fühlen überhaupt aufgehoben. Und daher sehe ich, wie Professor Bender hier eine zweifache Arbeit, einmal vom wissenschaftlichen Standpunkt her etwas klar zu anvisieren, andererseits aber von diesen verschiedensten Formen her sich auch ansprechen zu lassen, um zu hören, was braucht der Mensch wirklich. Wie sind Sie eigentlich auf die Empfangsmöglichkeit per Radio gekommen, Herr Köberle? Eine noch deutsche Kollegin hat auch diese Frage immer wieder gestellt und eines Tages bekam sie die Antwort, und zwar als Umformung aus einer slawischen Sprache: Kontakte ergibt die Mittelwelle. Das heißt, wir sollten die Mittelwelle nehmen als Basis. So, und jetzt bringe ich das Beispiel. Kontakte ergibt die Mittelwelle. Kontakte ergibt die Mittelwelle. Kontakte ergibt die Mittelwelle. Und jetzt kommt der Gesamtzusammenhang. Bemol sledovat nový vývoj a informovat se o něm. Kontakte ergibt die Mittelwelle. Ein Wiener Kollege namens Hans Luksch beschäftigt sich mit der Verbrechensbekämpfung per Tonband. Er spricht Ermordete an und fragt sie nach dem Namen des Mörders. In verschiedenen Fällen hat er bereits vor der Polizei
den Namen des Mörders gekannt. Wir haben hier ein schönes Beispiel. Da war ein Günther Bahr erstochen auf offener Straße, aufgefunden worden. Und man hatte den Liebhaber der Frau verdächtigt. Und in dem Sinne fragt Luksch, kennt deine Frau den Namen deines Mörders? Daraufhin sagt eine Männerstimme klar und deutlich, sie war's. Also die Frau war's. Und wenige Tage später stellte sich heraus, dass sie es tatsächlich war. So, und jetzt das Beispiel. Ich rufe Günther Bahr. Günther Bahr, bitte sage mir, kennt deine Frau den Namen deines Mörders? Sie war's. Sie war's. Sie war's. Sie war's. Im Hamburger Hafen ist vor nicht allzu langer Zeit eine Barkasse sehr schnell gesunken. Und ich hatte den Barkassenführer angesprochen. Und gleich nach diesem Ansprechen kommt eine Reaktion, die sofort versunken ist. Ich hatte ihn benannt als den Barkassenführer, dessen Barkasse gesunken ist. Und es kommt eine Korrektur, die sofort versunken ist. Als ob er sagen wollte, ich konnte nichts mehr machen, das Schiff ist mir zu schnell gesunken. Jetzt kommt, die sofort versunken ist. Wenn wir etwas glauben zu haben, sollen wir sehr, sehr kritisch sein, es auf Herz und Nieren prüfen, auch versuchen, andere Texte unterzubringen in diese Lautfolge, ehe wir sicher sein dürfen, dass wir auch wirklich richtig verstanden haben. Inzwischen ist Friedrich Jürgensen eingetroffen und wird von dem sympathischen Holländer de Goys begrüßt, der ihn bereits erwartet hat. Ja, Herr Jürgensen, wie geht's Ihnen? Alles in Ordnung? Ich bin froh, dass wir uns wieder einmal sehen. Einmal alle drei zusammen. Ja, schön. Endlich weit von Haus, aber doch sind wir uns wieder. Komm, wir setzen uns da drüben. Gut, ja. Danke schön. Ja. Drüber. Ein bisschen so. Müde, aber es geht schon ganz gut. Ja, ja. Da können wir uns mal unterhalten. Lieber Herr de Goys, Sie haben in Holland das Stimmenphänomen introduziert und lanciert. Erzählen Sie doch bitte, wie Sie es weiterführen. Es ist in Holland jetzt eine ganz bekannte Tatsache, nicht wahr? Ja, das ist jetzt ganz bekannt. Es ist angefangen mit dem Radio. Die sind später zurückgekommen. Ich sage, ja, wir möchten das auch mal im Fernsehen haben. Ja. Ist im Fernsehen gewesen. Später sind die nochmal gekommen vom Radio. Sagen, ja, wir haben große Psi-Tagung, Paravisi. Ja. Möchten Sie damit in Stand kommen? 6-7 Monate später sind die nochmal gekommen, großen Paravisi, Kongressgebäude. Ja. Da sind ja 60.000 Menschen zu uns gekommen, wir haben fast keine Stimmen mehr gehabt. Und jetzt geht es weiter mit, ich mache immer Vortrag. Und jetzt gibt es im November gibt's wieder Paravisi, kleiner, da gehe ich auch wieder mit in Stand hin, gibt auch wieder Vortrag. Und so bleibt man beschäftigt und die Leute fragen auch darum, bitte machen Sie bei uns in der Stadt mal eine Verlesung, machen Sie mal einen Vortrag, wir müssen da auch mal wissen. Und wie reagiert die Presse? Ja, das ist verschieden. Das sind der eine hat ein bisschen Angst, die schreiben so, könnte sein. Aber das gibt ja auch Leute, die sind sehr enthusiast, die bringen große Dinge mit Foto. Warum ist dieses Tonbandstimmenproblem, das Phänomen, ist eine rettende Brücke, also die wirklich einen Einsatz Menschen geben kann, befreien von der Angst des Ungewissen? Das kann man richtig sagen. Ich habe das so oft mitgemacht. Menschen, ich verstehe das. Die richtig mit Angst kamen, dicken Hals gehabt haben, ich halte das nicht mehr aus. Ja. Ich sage, hör doch mal, hören Sie, das sind die Verstorbenen, die leben doch. Ja. Ach, da sind die noch da. Ich so, ja, die leben doch noch. Und die haben den Stoff, sind die nicht mehr, aber die sind immer noch da. Ach so, da kann da eigentlich nichts passieren. Ich so, nein, da kann doch auch nichts passieren. Sehen Sie, ich würde sehr gerne einige Stimmen von Ihnen hören, die Sie aufgenommen haben. Haben Sie hier einige Stimmen? Ja, ich habe sie mitgebracht. Könnten Sie auch dann
übersetzen. Sie haben auf Holländisch, ja? Ja, jeder bekommt seine eigene Sprache. Und dann kommen noch Stimmen, die man überhaupt nicht fragt. Im einen Mal ruft einer ganz froh, neugeboren in Holländisch, neu geboren. Wunderbar, sagen Sie das. Als dann Professor Ten Haar verstorben war, ja, dann habe ich ihn gefragt, eigentlich ein bisschen zu früh. Und dann sagt er zu mir, der hat meine Stimme erkannt und sagte, ich höre einen Bekannten. Gut. Und das ist in Holländisch, ich höre einen Bekannten. Ja. Ich sage, Professor Ten Haar antwortet mich, sagt in Holländisch, Professor Ten Haar antwortet mir, ich höre einen Bekannten. Ja, bitte. Antwortet mir, Professor Ten Haar. Hier ein Vergleich mit Ten Haffs Stimme zu seinen Lebzeiten, als er in einem anderen Film mitwirkte. Das ist eine sehr bedeutende Frage, aber eine schwierige Frage. Ich bin der Meinung, dass bis jetzt der wissenschaftliche Beweis noch nicht geliefert worden ist. Bin aber der Meinung, dass es eine Anzahl konvergierender Argumente gibt zugunsten dieses Glaubens. Und ich bin überzeugt, dass einmal der wissenschaftliche Beweis geliefert werden wird. We are coming from Italy. Nun sind auch italienische Freunde eingetroffen. Frau Bagnotta hierzu. About this phenomenon. And we will demonstrate here some example of the voices we had. Gestatten Sie mir, dass ich meine nächsten Mitarbeiter in Italien vorstelle. Der erste war Herr Marcello Bacci, Frau Bagnotta und Herr Bagnotta. Und jetzt möchte ich mit Herrn Bacci beginnen und Ihnen erzählen, wie die Arbeit bei ihm verlief und wie er anfing. Signor Bacci, io vorrei domandare a lei, come è andato il suo lavoro, come lei incominciato, si interessasse delle voci. Nachdem Jürgensson die Gäste vorgestellt hat, lässt der Herrn Bacci über dessen Person und Experimente erzählen. Herr und Frau Bagnotta, die uns soeben vorgestellt wurden, haben Bacci zu sich in die Firma geholt, nachdem es dem Tonbandforscher Bacci gelungen war, die Stimme des verstorbenen Sohnes der Bagnottas auf seinem Gerät einzuspielen. Das Ehepaar konnte Stimme und Botschaft, die ihnen Bacci übermittelt hatte, einwandfrei identifizieren. Bacci berichtet auch von einem Freund in der Schweiz, der eine Frauenstimme empfangen haben will, die sich von ganz allein gemeldet hätte und als Kontaktwesen für die Jenseitskommunikation angeboten hat. Diese Frau, ihr Name ist Cordula, übermittelt der Familie Bagnotti seither gewisse Botschaften aus einer anderen Welt. Jürgensson wendet sich hierauf direkt an Frau Bagnotti und spricht sie auf den tragischen Verlust ihres 17-jährigen Sohnes an, der beim Spiel mit dem eigenen Hund durch einen entsetzlichen Unfall ums Leben kam. Ja, das alles war für uns furchtbar tragisch und ungeheuer dramatisch. Als uns Herr Bacci von seinen Experimenten berichtete und die ersten Beweise lieferte, nachdem man uns wiederholt auf ihn aufmerksam gemacht hatte, hatte sich mein Mann sofort brennend für das ganze Verfahren interessiert und mit Bacci Verbindung aufgenommen. Und Herr Bacci hat uns sofort zu sich kommen lassen, wie er es immer macht, wenn er helfen will. Wir experimentieren jetzt schon seit 5 Jahren mit ihm, seit wir uns persönlich kennen. Er empfängt immer alle, die sich an ihn wenden. Wie schon gesagt, wir sind hingegangen und sofort. Schon beim ersten Mal habe ich die Stimme meines Sohnes gehört. Er hat seinen Namen gesagt. Mein Sohn heißt Franco. Franco, ich bin im ewigen Jenseits, hat er geflüstert. Und dazu vernahm man auch noch die Stimme von Cordula, die für Herrn Bacci diese Kommunikationen vermittelt. Ja, gewissermaßen eine Assistentin im Jenseits. Und sie erklärte die Umstände des Todes von meinem Sohn. Sie sprach in Deutsch und wusste genau Bescheid. Manchmal fügt sie auch ein italienisches Wort dazwischen. Come è stato
questo messaggio. Bevor Sie nach Düsseldorf gekommen sind, haben Sie doch auch eine Botschaft erhalten. Die Stimme von Cordula hat uns zu diesem Dokumentationsfilm etwas gesagt. J.T. erläutert diese Durchsage und auch ihr Mann beteiligt sich jetzt an der Diskussion, weil auch er, der nüchterne Geschäftsmann, von der Bedeutung der Botschaft zutiefst berührt ist. Die Stimme, die wir hören, ist nämlich wieder von Franco, der diesmal auf seine Vermittlerin Bezug nimmt und etwas in drei verschiedenen Sprachen mitteilt. Es heißt da Baci, Gaetano, Silvana, Documentario, Abla, Cordula, Remember. Also der Dokumentarfilm spricht Cordula, Remember. Cordula, das ist ihr Name, Remember, also erinnern Sie sich an sie. E così sì. Sì. E poi lei ha detto che c'era un altro messaggio molto, molto importante. No, io ho messo il messaggio di Cordula, vorrei farle sentire il messaggio di Cordula. Prego, sì. Sentiamo il messaggio di Cordula. Sì. Ancora una volta. Questo. Potete fare un sì. Ricordo. Caro signor Gaetano. Nun aber zur Jenseitsbotschaft, die Herrn Gaetano Bagnotta so sehr beeindruckt hat. Non è vero. Er bestätigt die Anwesenheit seiner Frau und seine eigene Teilnahme bei dieser Einspielung. Aber werden Sie nun selbst Zeuge vom Ende dieser Diskussion, die wir Ihnen originalgetreu und ohne hier vielleicht störenden Kommentar vorführen. Allora, la frase è questa. La vita al di là della morte, al di là della vita che noi conosciamo, dalla morte è la vita. Also wunderbar, ich möchte es auch auf Deutsch übersetzen jetzt. Sehen Sie, die sagen so, das Leben auf der anderen Seite ist der Tod und der Tod auf der anderen Seite ist das Leben. Also eine Repetierung dessen, dass Tod und Leben sind eine Einheit. Sie können nicht getrennt werden voneinander, wie eine Münze mit zwei Seiten. Genauso wie wir in Italien Freunde haben, die ihr ganzes Herz der Forschungsarbeit widmen, gibt es in anderen Ländern, in Holland, in Deutschland, in Schweden, in Amerika und so weiter, Kontaktmenschen, die die Unsterblichkeit der Welt beibringen wollen durch die Sprechverbindung mit dem Jenseits. Mit dieser fantastischen neuen Wirklichkeit, die bis jetzt noch nie da gewesen ist, durch Tatsachen zu beweisen, dass das Leben nach dem physischen Tode nicht verlischt, sondern in einer anderen Lebensdimension weiterlebt. Die wollen wir der Welt bringen und jeder Einzelne, der sich wirklich dafür interessiert, mit reinem Herzen, kann Kontakte versuchen mit der Sprechverbindung. Der vielseitig begabte Künstler Jürgensson hat selbst eine ganze Reihe von Fernsehfilmen inspiriert und produziert. Zu seinen besten Dokumentationen zählt ein erschütternder Report über die brutale Jagd auf Singvögel in Südeuropa, von dem wir einige Ausschnitte zeigen. Nach seiner großen Hinwendung zum Menschen und dessen Unsterblichkeit ist nämlich der Schutz der Tiere, die Hilfe für alle Kreaturen der Schöpfung, das Mitleid mit den bedrängten Lebewesen dieser Erde, die größte Herzensangelegenheit für den Ästhet und Idealisten aus Schweden. Seiner Meinung nach ist Tierquälerei die größte und gemeinste Kulturschande der Gegenwart. Sie ist moralisch und intellektuell dem Irrwahn der Hexenprozesse gleichzustellen. Und kein Volk, das sie duldet, hat ein Recht darauf, sich ein Kulturvolk zu nennen. Die Realität der Gegenwart und zum Verkünder einer Theologie der Hoffnung zurück. Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Für mich ist der Tod überhaupt kein furchtbares Ereignis.
Er ist die Beendigung eines Lebensabschnittes und der Beginn eines neuen. Davon bin ich vollkommen überzeugt. Wenngleich ein empirischer Beweis wissenschaftlich kaum erbracht werden kann. Diese neue Botschaft ist die befreiendste Botschaft, die es nur geben kann. Es gibt keinen Tod, das Leben geht weiter. Friedrich Jürgensen wird weiter an der Brücke zur Ewigkeit bauen und seinen Weg gehen, der ihm den Himmel näher und näher bringt und all jenen, die uns in diesem Jenseits für alle Zeiten erwarten. Vielleicht kann niemand endgültig den Schleier wegziehen, den die Vorsehung über das Reich der Toten gezogen hat. Aber gewiss kann der Unsterblichkeitsglaube der Seele zu Freiheit und Einsicht verhelfen, sie ans Tiefste und Höchste heranführen, an den Reichtum und die Schönheit des uns umgebenden.